YouTube und sag moin moin liebe Leute auf YouTube, seid gegrüßt, danke fürs Reinschalten zu einer neuen Runde Minecraft Survival. Ihr habt oben rechts ist eine kleine Chatbox, wo ihr lesen könnt dementsprechend, was im Twitch Livestream Chat gerade so geschrieben wird, wo ich drauf reagiere. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob es euch so passt, ob größer, kleiner, zu klein, zu groß, links oben hin, rechts unten hin, wo hättet ihr im Minecraft Stream gerne die Chatbox, liebe YouTube-Zuschauer, schreibt es gerne rein. So, jo, moin moin, also Punkte rasseln gerade rein für den nächsten Fett Super Sunday. Wieder ein lang Alice-19-Stream, mal schauen, wann das ist. Ich hatte ja schon erwähnt, oh, da Flipper gerade. Dass ich zeitlich noch nicht genau abschätzen kann, wann der stattfindet, auch wenn der jetzt schon wieder krass reinballert und wir heute Abend schon wieder, also die 25% hatten wir ja, glaube ich, jetzt schon geknackt. Wenn ich rechnen kann, kommen wir ja vielleicht noch Richtung 30% oder so, ne? Ein Drittel haben wir dann schon wieder. Jo, was bauen wir heute Schönes? Also steht ja immer noch so ein bisschen hier Abschlussarbeiten an dieser Hütte ist es eigentlich nicht. Richtig fertig bin ich hier ja auch nicht. Ich habe überlegt, ich muss erstmal die Sensibilität ein bisschen rausnehmen, weil sonst bin ich immer viel zu schnell. Ich glaube, die Leute brauchen das ein bisschen ruhiger, ne? David, moin moin. Also, was steht noch auf dem Plan? Hier irgendwie eine Überlegung, wie ich jetzt geschickterweise da hinten hinkomme. Denn ja, war ja die Überlegung eigentlich auch die Hütte noch ein bisschen weiter aufzuwerten, eben auch hier mit einer rundherum Gestaltung. Ein bisschen Grün fehlt hier eben noch. Vielleicht sollte ich auf dieser Ecke auch mal Diamanten suchen, das stimmt. Weil wir hatten nicht mehr viele, ne? Wir brauchen bald eine neue Schaufel. Na gut, Spitzhacke und so geht noch. Rüstung, neuen Helm. Also könnten auch Thema Strip Mining, würde ich auch denken, dass wir da eine Folge jetzt in dieser Woche mindestens, vielleicht sogar zwei Folgen in dieser Woche für opfern sollten. Und hier war ja die Überlegung, dass diese Ecke noch irgendwie so eine Art Pool wird. Rundherum muss ja auch irgendwie Weg sein. Pool soll ja auch nicht zu klein sein. Musste mit einer Glasaußenwand, ich sag mal, also Glasaußenwand hier irgendwie. Glasaußenwand auch hier. Ja, moin, 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 moin. Also das ist nur schon mal so die Überlegung. Und also wenn wir das alles aufschütten wollen, ist es eigentlich echt zu krass. Da müssten wir dann eigentlich sagen, wir kommen neben Erde und bauen uns hier eine Schicht rein, ne? Damit wir dann da den Sand auffüllen können. Komplett bis zum Boden runter hier Sand aufschütten, dann müssen wir alleine hier 1000 Blöcke Sand hinbringen. Das ist auch nicht so cool. Dann hier noch eine kleine Treppe hoch. Oh, irgendwie so, ne? Eisen hatten wir beim letzten Mal gefunden, das können wir einschmelzen. Kies, genau, wir wollten auch in die groß angelegte Pfeilproduktion mal wieder einsteigen. Auch für einen Netherbesuch brauchen wir natürlich mehr Pfeile. Aber gut, also Sandproblem gibt es nicht. Also wir könnten theoretisch tatsächlich auch so viel Sand auffüllen, aber ist ein bisschen mühselig. Also von denen haben wir noch ein bisschen was am Start, um den Weg weiter zu bauen. Und das war so ein bisschen das Material, was ich eigentlich für den Pool sehe. So, grüß nochmal neue Zuschauer. Danke euch fürs Reinschalten. Moin moin, moin moin, moin moin. So, wann geht der Stream circa? Boah, ne? Wenn das denn sein? 6 Folgen. Ah, mindestens 20 Minuten. Also 2 Stunden. 10:30 circa. Circa. Viertel vor 11 wahrscheinlich. Mal gucken. So, Andesit. Andesit. Da haben wir hier noch so einen schrottigen alten Bogen. Bringt uns ja auch nicht richtig voran. Jetzt Holz. Hier ist Skrammel, ne? Aber kein Knochen bisher am Start.
Das ist Pulver. Kohle hatten wir beim letzten Mal, genau, das war auch so ein Grund, warum wir überhaupt unter die Tage sind, um Kohle zu finden, haben wir gut gefunden. Hier so ein bisschen, also zwei Diamanten haben wir hier in der Ecke. Oder Bogen, das nehmen wir glaube ich irgendwie immer den Skeletten ab, ne, die sie teilweise droppen. Das ist alles Wolle, das ist Erde. Also Feuerstein haben wir auch mehr als genug auf Tasche. Müssen wir los ein paar Hühner finden für Federn, ne? Dafür haben wir ein paar Körner zum Vermehren, das ist natürlich auch gut. Bei Kies haben wir hier richtig, richtig viel gesammelt. Steine. 31% schon, okay. Moin, 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 moin. Später noch Discord? Ja, können wir kurz schnacken. Nicht lange heute, aber kurz mal können wir noch schnacken, ja. Das kriegen wir wahrscheinlich hin. Das können wir. Dann latschen wir nochmal da Richtung. Ich weiß noch ungefähr, wo die Hühner waren hier in der Gegend. Können wir die erst vermehren und dann die erledigen. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar mehr. Oder ein kleines Feld halt noch neben dem jetzigen Feld erstellen und die Hühner dahin locken, ne? Oder die andere Variante, die auch nicht ganz verkehrt ist. Ein Schwarzeichenholzzaun mit. Ach, wenig, ne? Das ist genau falsch. So wäre es. So, gucken wir mal, ob wir es noch schaffen. Wie weit ist die Sonne schon wieder? Das ist schon wieder weit. Ne, schaffen wir auf jeden Fall nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr. Haben wir genug Sand? Also hier kann es sauberes, glattes, gutes Glas. Hier nicht, nee. Hier, 46 Einheiten. Das ist ja nicht so schlecht. Reicht aber nicht. Das heißt, ich nehme mal ein 64er Stack schon mal mit. Oh, toll. Der Artikel von heute Mittag ist schnell, glaube ich. Dass da was nicht koscher war. Voll der Geiz, oder? Macht Sinn doch. Noch einen dritten Ofen oben rüber. Boah, schon wieder fest wieder Kohle brauchen. Aber wenn wir tatsächlich unter die Erde gehen, wahrscheinlich in der nächsten Folge oder so machen wir das über heute. Dann oder übernächste, mal schauen. Also wenn man sich das ein bisschen vorstellt. In die Richtung vielleicht noch so ein bisschen Weg. Noch mehr Weg. Dann würde hier der Poolbereich anfangen können. Aber frei würde ich haben wollen an Freibereich und dann im Poolbereich. Aber da rundherum ist auch schön, wenn da zwei Reihen sind.
den so ein paar schon mal mitnehmen. Und weiße Keramik wäre ja auch ganz schick vielleicht. Wenn ich immer nur diesen Stein hier nehmen, können wir auch die weiße Keramik vielleicht mal vorstellen. Müssen wir mal gucken. Aber leider wird es schon wieder dunkel. Legen wir uns glatt schlafen. Gute Nacht. Von hier oben, ne? Ja, könnte passen. Wum. Hat auch was. Eigentlich brauchen wir gar keinen Pool, ne? Aber was macht das Haus am Strand ohne Pool? Das geht auch nicht. Also, Pool muss her. Wollte ich noch mal schnell mal hier vermehren. Irgendwo hier waren noch Hühner, ne? Ich weiß ja auch, weil da hinten Richtung diesem einen Dorf waren auf jeden Fall welche. Aber die waren ziemlich weit weg. Die würde ich jetzt nicht hier komplett hinlotsen wollen. Dann machen wir lieber eine Vor-Ort-Erledigung. War das andere Chicken? Ich habe gerade eben da, wollte sagen, habe gerade eben zwei gesehen. Wir brauchen ja hier eine Quelle auch für Pfeile, ne? Sonst müssen wir halt mal wieder zurückreiten. Das wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Obwohl immer noch eine Eisenbahnschiene entspannt wäre, ne? Dann irgendwie, wo, weiß ich nicht, 10 Minuten hier durch die Landschaft fährt und dann sind wir am anderen Platz. Ich kann auch die Schafe jetzt erledigen, theoretisch hier, ne? Aber egal. Ja, keine Sorge, hier Schafe. Oh, Glück, dass es genau passt. Eins hätte ich schon mal wieder gefunden. Anders da hinten hingeflüchtet. Nochmal danke für Punkte zum Super Sunday, Leute. Ein Schaf, ist kein Huhn. Wo ist denn das andere hingelaufen? Irgendwo runtergefallen und jetzt tot.
Das ist eins. So, vielleicht noch schnell den Erfahrungspunkt. Das dauert jetzt ein bisschen, ne, bis dann eine nennenswerte Zahl an Hühnern zusammenkommt. Dauert sogar ziemlich lange. So. Auch noch hier links. Oh ja. Ton. Gefährlich, gefährlich. Hier haben wir schon ein bisschen was ausgehöhlt. So, dann haben wir das auch. Ein bisschen was essen. Guck mal, schon wieder 64 davon voll. Moin, moin, moin nochmal. Danke fürs Reinschauen, liebe Leute. So, weiter geht's. Panik. Das können wir hier dann mit Sand weitermachen. Der Rest wird aufgeschüttet. So, machen wir die 40 Erde auch noch weg. Erde haben wir sonst ja noch genug. Daran wird es nicht scheitern. Das ist ein bisschen gefährlich, wenn ich unter Wasser arbeite, ne? Nur weil man weiß, dass ich schon einmal trunken bin aus Dummheit. Auf. Ich mache jetzt nur mal Feierabend. Ich spiele schon seit 11 Uhr erst alle Achtung. Dann kann man langsam mal Feier machen. Das schon. Das klingt logisch. So, also ich überlege, werden wir den Weg hier weitermachen? Und das hier rundherum vielleicht sogar nur als eine Runde machen. Natürlich mal gucken, dass es gleichmäßig wird. Zwei in die Richtung. 4, 5 in die Richtung. Hier sind wir 1, 2, 3, 4, 5 in die Richtung.
Der ist natürlich noch klein. Weil ich aber nachher da viel von sieht, ne? Also müssen wir auf jeden Fall noch mindestens ein weiter. Und hier können wir ja schon, hier, das ist der. Das sind jetzt 6 in die Richtung. Auch 6 in die Richtung. Und da drinnen denn würde ich eigentlich den hier sagen. Wobei natürlich, wenn man das in der Geschichte tiefer machen will, eine Geschichte tiefer, passt aber eigentlich mit dem Außenwasserpegelstand nicht genau. Also müsste man eigentlich schon hier mit der weißen Keramik irgendwie beginnen. Nachher wieder das Problem, dass ich hier wahrscheinlich, obwohl wenn, naja, müsste man hier. Schön hier bei Nacht wieder schimmert. Dann würde ich sagen, kommen wir aber zum Ende der YouTube-Folge, liebe Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, ihr wisst, lasst gerne ein Like da. Vielen Dank für euren Support. Und dann machen wir hier natürlich am nächsten Tag weiter, morgen. Ne? Bis dann, vielen Dank und tschüss.